So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar, wir spielen The Town of Light. Yay! Ach Gott, ich freue mich. Jetzt nach 1000 Anläufen, 200.000 Mal PC neu starten, Möglichkeiten suchen und doch nun zum Schluss Fraps installieren. Probieren wir es einfach mal. Wir starten. The Town of Light beruht auf einer wahren Begebenheit und einer weitreichenden Dokumentation über Geisteskranke und ihr Leben in Nervenheilanstalten zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis zur Schließung dieser Anstalten. Der Inhalt des Spiels könnte jugendbeeinträchtigend sein. Daher ist es ausschließlich für Erwachsene geeignet. Alle handelnden Personen und ihre Namen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig. In diesem Spiel sind die der Vergangenheit angehörigen psychiatrischen Einrichtungen Italiens zum Zweck der Dramatisierung frei künstlerisch. Was ist denn los? Künstlerisch frei dargestellt. Wir weisen darauf hin, dass die heutigen psychiatrischen Einrichtungen diesem Bild auf keinerlei Weise entsprechen. Wer glaubt, an einer psychischen Beeinträchtigung zu leiden, der sollte bedenkenlos um fachärztliche Hilfe bitten. Wahre Worte. Volterra 1942. Was ist passiert? Was ist das für ein Ort? Vielleicht bin ich tot. Ich sehe kein Licht. Vielleicht bin ich tot. Ich kann nicht aufstehen. Was geht hier vor? Was geschieht mit mir? Hier ist niemand, aber ich höre noch Geräusche. Gott, mein Kopf tut so weh. Ich schaffe es nicht, die Augen offen zu halten. Hey. Realität wird immer dünner und ich habe keine Haut. Jeder Windhauch schmerzt entsetzlich. Huch. Okay, wir warten. Beruhend auf einer wahren Begebenheit. Volterra Toskana 2016. Und wir sind im Spiel mit schöner Grafik und ruckelfrei. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. So, gut. Ach, ich erzähle euch einfach mal, was jetzt alles passiert ist. Ich habe dieses Spiel jetzt zum vierten Mal, glaube ich, angefangen. Bin schier am Ausrasten, währenddessen wippen wir mal. War schier am Ausrasten, weil mit meinem anderen Aufnahmeprogramm, wo ich es mir mal schön einfach gemacht hatte. Okay, das reicht wieder mit Wippen, danke. Wo ich es mir mal schön einfach gemacht habe und einfach alles gleichzeitig aufgenommen habe. Facecam, Ton, Ingame, alles. Ja, mit diesem Programm hat mein Rechner gestreikt. Da war dann wohl doch zu wenig Arbeitsspeicher da. Nee, ich habe einfach, egal mit welcher Einstellung, egal was ich getan habe, ob ich das Programm verändert habe, ob ich die Einstellung hier, die Einstellung hier verändert hatte, von wegen von hoch auf niedrig, Grafikdetails und allem drum und dran. Es wollte nicht sein, es hat nicht funktioniert. Das heißt, ich werde mir die Mühe machen müssen. Und tatsächlich mit einem Schneideprogramm. Das Ding lassen wir weg, weil sonst wird mir wieder schlecht. Da wurde mir jetzt dreimal hintereinander schlecht. Muss ich mit einem Schneideprogramm tatsächlich alles übereinander legen. Was auch schon wieder die nächste Herausforderung ist. Mit der linken Maustaste öffnen, schließen und benutzen wir. Weil ich kann zwar alles überlappen, aber wenn ich dann eine Vorschau haben möchte, fängt es ultra das Ruckeln und Lecken an. So. F ist Taschenlampe. Das heißt, ich habe ein bisschen Probleme, Ton und meine Facecam über das Spiel zu bekommen. Ach, ist das schön. Auf niedrigen Details konnte man nichts davon lesen, auch auf dem Radio. Hier können wir lesen: Rebel Monitor System Automatic Level Recording war auf niedrig einfach nur Brei. Ein Kühlschrank.
Und noch ein Award. Okay. Ja, Storytelling. Mhm, supi. Ja, das heißt, es wird jetzt gleich noch eine richtig schöne Herausforderung, dieses Ding übereinander zu legen. Ich habe jetzt versucht zu tricksen und Fraps und meine Kamera genau zeitgleich gestartet. Weil meine Kamera hat einen Timer von 3 Sekunden und es war quasi so dieses 3, 2, 1, schnell ins Spiel switchen und F9 drücken. Mal schauen, ob es funktioniert hat. Ansonsten habt ihr halt einfach einen verzerrten Ton mit verzerrter Facecam. Hui! Und wir haben Musik. Ach Gott. Bis jetzt schaut das Spiel halt so unglaublich schön aus, ne? Bin so gespannt, was in dieser Nervenheilanstalt auf uns zukommt. Übrigens, falls ihr mal meine Katze kennenlernen wolltet. Das ist Merlin. Merlin nervt mich jeden Tag beim Zocken. Und wir gehen weiter. Ich weiß nicht, ob Merlin noch mit im Bild ist. Ich kann es nicht lassen, wir gehen hier runter. Wie gesagt, ich habe die erste Szene schon gespielt, weil ich eben versucht habe, 5-mal aufzunehmen und dann mich doch dazu entschlossen habe, okay, gut, ich kann das niemandem antun, in der gerade, oh Gott, ist das laut, Moment. In der Grafikqualität kann ich das keinem antun und vor allem auch nicht mit den Rucklern. Das war, also, wenn ich so gemacht habe, ja, also so haben wir uns quasi erst jetzt gedreht. Und was auch witzig war, auf niedrigen Grafikdetails konnte man hier nicht reinsehen, sondern man hatte eine verschwommene Wand. Aber ich will es euch trotzdem zeigen. Ich war hier unten schon drin, aber... halt einfach mal eine schmutzige Matratze mit einem angerosteten oder angefressenen Teller. Und es könnte fast so eine Art Verlies für... also neben der... Irrenanstalt. Hier, es könnte halt auch ein Nachttopf sein oder sowas, ne? Halt auch, dann bist du schon in der Nervenheilanstalt und wirst einfach an den Mauern unten im Keller eingesperrt. Psychiatrien und so Nervenheilanstalten haben schon echt etwas extrem Angsteinflößendes. Wenn heutzutage... Die Zeit. Die Erinnerung. Okay, mit J können wir das Journal öffnen, Zusammenfassung. Okay, wir haben genau das, was uns erzählt wurde. Auch nochmal geschrieben, das ist sehr schön, weil ich manchmal ein bisschen unaufmerksam bin. Jedenfalls, ach, kleiner Funfact noch. Wer die Stimme erkannt hat, es ist die Pandoria, die Synchronstimme für die deutsche Version von Town of Light erhalten durfte. Okay, wir gehen einfach mal rein. Jedenfalls, genau, wo ich stehen geblieben war. Ist schon, ich meine, jetzt hat das schaut schon echt hammergeil aus, ne? Ist auch original von außen zumindest so nachgebaut und nachgestellt, wie es halt auch ist oder war. Nur halt eben mit einem gewissen künstlerischen Freiraum. Aber es schaut halt so toll aus. Und gleichzeitig so gruselig. Mich haben bis jetzt noch keine 10 Pferde in sowas reingebracht, ne? Es stand zwar mal zur Debatte mit einer Freundin, dass wir mal ein... Das Sound. Ein Shooting in einem verlassenen Krankenhaus. Hier haben wir eine Karte. Okay. In einem verlassenen Krankenhaus machen. Aber bis jetzt hatte ich echt noch nicht die Eier dazu. Das ist, ich habe da echt irgendwie ein bisschen Panik. Ich bin ja sowieso so, weiß ich nicht... Nationale faschistische Vereinigung Kampf gegen Tuberkulose. Ein zivilisierter Mensch spuckt nicht auf den Boden und flucht nicht. Zentralkomitee gegen Blasphemie unter dem Vorsitz seiner Majestät des Königs. Okidokili. Haben wir hier? Okay. Oh, ich habe das erste Mal, als ich das gesehen habe, gedacht, hier stehen überall Stühle, dabei sind es ja Betten. Ach ja je. Ups. Ja, okay. Oh, wei, oh, wei. Ich kann es leider nicht lesen.
Ist auf jeden Fall 1937. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe mich so auf dieses Game gefreut. Ich habe jetzt seit, glaube ich, 3 Tage vor Steam gesessen und jeden Tag geguckt, wann es endlich rauskommt. Liste der Gegenstände in Patientenbesitz bei Einlieferung. Und man konnte auf Steam weder sehen, wie viel es kosten wird. Da hatte jemand Durchfall. Wie viel es kostet und wann genau es rauskam, das stand immer nur da. Wird in ungefähr 2 Tagen freigeschalten. Wird in ungefähr 5 Stunden freigeschalten. So, das Ding kann man nehmen, das weiß ich ja. Telegramm Volterra, den Podesta. An den Bürgermeister, bitte eventuelle Familienangehörige von Tod benachrichtigen. Damit sie Beerdigung Kosten 100 L übernehmen. Was ist denn in Italien für eine Währung? Jonas, was ist in Italien für eine Währung gewesen? Ha? Ja, aber damals, also warum steht da 100 L? Lire? Wann ist Lire? Auf jeden Fall ist das Ding ja schon alt, deswegen steht da noch Lire. Sonst Leichnam nach Pisa zu Forschungszwecken, Direktor S. Können wir die mitnehmen? Hallo? Nein? Okay, gut. Ich habe völlig den Faden verloren. Dokument über Patientenentlassung, Dokument über Patientenwiederaufnahme. Steht hier drauf. Roma, Belletrivis. Jo. Jedenfalls habe ich jetzt ewig darauf gewartet und dann irgendwann habe ich dann doch mal bei Steam geguckt und dann eben dieses 2 Tage, 3 Tage, 8 Stunden, was weiß ich, Generve. Und jetzt habe ich es endlich und dann konnte ich es nicht spielen, weil ich wollte es nicht einfach so durchspielen, sondern einfach mit euch. Und jetzt funktioniert es, mit Fraps funktioniert es. Meldung über Patiententod. Juliana Dina. Um mal ein bisschen darauf einzugehen, was uns hier erwartet. Ich weiß nicht so viel, bis auf dass wir eben, ach, da waren wir schon drin, ne? Bis auf dass wir, waren wir da schon drin? Ja, bis auf dass wir die Gedanken von René immer wieder mitbekommen. René wurde als Mädchen. Das Einzige, an das ich mich klar erinnern kann, ist Charlotte, meine Puppe. Wurde als Mädchen mit 16 oder irgendwie sowas. Ich hab's mir nicht mehr gemerkt. Und nee. Eingeliefert und aus der Realität quasi gerissen. Und wir kriegen hier immer wieder ein paar Gedankenfetzen. Und ja, wie jetzt gerade eben mit Nein, 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 sie Charlotte. friert, ist allein. Suchen wir sie. Hier würde es schön bequem sein. Ja, da hat die liebe Pandoria wirklich einen guten Job geleistet, würde ich sagen. Es hört sich ja sehr. Oh, nee, nee, das wollen wir nicht. Pullern müssen wir gerade nicht. Gott, ich habe so den Lava-Flash. Ich bin mir fast schon ein bisschen unangenehm. Nur ich freue mich so über dieses Spiel. Ich bin so happy. Was? Was hast du gesagt? Sag's! Mein Mann ist ein Arschloch. So. Der lacht mich aus. Geh du mal in dieses Spiel. So, ich glaube, ich bin in einem Raum, in dem wir schon waren. Ja. Ah! Was war denn das jetzt? Jonas, ich nehme gerade auf. Du hast gesagt, ich darf nicht rauchen beim Aufnehmen. Rauchen tötet. So, da wollen wir später erst hin. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Es ist so schön hier. Also hier ist es nicht schön, aber ach, endlich dieses Spiel. Hier ist nichts. Wir brauchen einen Hauptschalter, der bei der Station der ruhigen Patienten. Ist halt auch die Frage, ne? Was ist die Station der ruhigen Patienten? Sind es die, die ruhig gestellt wurden? Abteilung 2, ruhige Patienten. Das sind bestimmt die, die. So, wir haben Strom. Die ruhig gestellt wurden, weil sie so abgedreht waren. Oder vermeintlich abgedreht. Und ich würde sagen, wir gehen mal in den zweiten Stock. Gott, mein Handy spackt völlig ab. So. Ich freue mich einfach so über dieses Spiel und habe so Angst davor.
Weil so wie ich mitbekommen habe, haben wir ja hier keine Jumpscares, kein gar nichts, sondern wirklich bloß die Geschichte, die Atmosphäre und die Geschichte. Und was ich so krass finde, ist, wir haben halt wirklich absolute Stille. Und wenn wir gehen, nur die hallenden Schritte. Okay, was haben wir hier hinten? Versuchen wir es in einem der Untersuchungsräume im ersten Stock. An der Wand hängen Schilder mit dem Namen der Bereiche der Nervenheilanstalt. Was ist mit seinem Finger passiert? Ah. Was ist mit dem Darm passiert? Nee. Wir wollen es nicht wissen. Dokument über Patientenverlegung. Klemente. Okay. Wunderschön die Darstellung der Merlin, du bist im Bild. Die Darstellung der Amputation. Haben wir hier. Okay. So, das habe ich schon ausprobiert. Rädchen drehen funktioniert hier nicht. Wir können zwar schon mal hier ein bisschen dran rumspielen. Aber es passiert einfach nichts. Deswegen frage ich mich, ob wir da später irgendwann nochmal hin müssen. Wir drehen einfach mal auch hier noch. Und das drehen wir auch noch. Das drücken wir. Das, das, das. Und kommt jetzt, wenn wir schon dabei sind. Wir drehen erstmal den hier. Und den hier. Und Jonas, du kannst dir mal Gedanken machen, wann wir heute los wollen. So, könnten wir uns ducken, könnten wir ducken, könnten wir da jetzt uns sehr gut verstecken. Was haben wir hier? Hier ist noch. Nee, okay. Ist echt nicht schön. Kamen wir von da? Nee, ne? Lass uns Charlotte finden. Sie ist allein im Dunkeln. Station 3, halbruhige Patienten. Oder sind ruhige Patienten doch die netten? Die netten Patienten. Da war. Ach, Ta-ta-ta. Was haben wir hier? Hier sind Lichter. Unter Licht warm. Da müssen wir bestimmt mit Charlotte nachher hin. Warum tut man sowas? Warum amputiert man vier Finger? Oh mein Gott. Ja, okay, aber das ist wieder logisch, ne? Hier wird ein Ohrring gestochen und da wird eine Surface gestochen im Nacken. Mit. Haben die den denn da durchgezogen? Okay. Krasse Leute. Na gut. Dann gehen wir mal zu Charlotte. Moment. Okay, das kann ich alles nicht. Zigaretten. Warum wir den Schlüssel nicht mitnehmen, ne? Das verstehe ich nicht, aber gut. Hallo Charlotte. Mama kümmerte sich um Charlotte. Sie hatte sie immer zugedeckt, umarmt und gestreichelt. Sie war sehr zärtlich und liebevoll. Charlotte ist nie was Böses passiert und ich habe mich gewundert. Ich konnte das nicht verstehen. Anfangs hatte ich fast Angst, Furcht davor, dass sie mir wehtut. Ich habe immer auf den Augenblick gewartet, an dem Mama sie verlassen würde. Denn ich verdiente es nicht zu leben, war es nicht wert, geliebt zu werden. Okay.
Wir gehen. Es ist kalt, es ist dunkel. Jetzt friert sie, sie wird krank werden. Wir bringen Charlotte mal auf den... Wir können uns um sie kümmern. Das ist nicht verboten. Auf den Rollstuhl, Charlotte, ich weiß nicht... ist brav. Hier ist es bequem für Charlotte. Aber es ist kalt. Nein, das geht nicht. Es ist zu kalt hier. Nicht zittern. Die Kälte geht gleich vorbei, Charlotte. Sie geht vorbei. Okay. Ich würde sagen, hiermit beenden wir mal die erste Folge Town of Light. Oh wei, ich bin so gespannt, wie es weitergeht mit Charlotte und mit uns hier. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Däumchen da und gerne auch ein Abo. Sagt es weiter, teilt es schön. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis denne.